Da ist er, der neue Head Coach der MLP Academics Heidelberg, Jonas Isalo. Fest steht seine Verpflichtung seit Mai. Jetzt brennt der Finne darauf, endlich loszulegen. Alles passierte ziemlich schnell im April, als wir hier gespielt haben. Dann sind wir durch die Stadt gelaufen und dachten uns, okay, schöne Stadt, tolle Arena, gutes Setup. Es hat sicher auch geholfen, dass es ein schöner Tag war. Bisher war Isalo als Co-Trainer seines Bruders in Bonn aktiv. In den vergangenen Monaten musste er nebenher das heutige Team der Academics formen. Zunächst war der deutsche Markt schon weit fortgeschritten. Viele deutsche Spieler waren bereits nicht mehr auf dem Markt, als meine Verpflichtung verkündet wurde. Die erste Aufgabe war also, deutsche Spieler ins Team zu bekommen. Und das haben wir gut gemacht, wie ich denke. Einer bleibt dabei an Bord. Die Vertragsverlängerung von Niklas Würzner wurde auf der heutigen Pressekonferenz offiziell bestätigt. Auch der restliche Kader steht bereits fest. Wenn du hierher kommst, bist du sehr froh und aufgeregt, dass das Team feststeht und wir es jetzt zum Vorbereitungsstart direkt zusammen haben. In den vergangenen zwei Jahren hatten wir diese Situation nicht, dass alle 12 Spieler feststanden. Das ist gut für mich, denn ich sehe sie im Training und da wird viel Energie und Enthusiasmus im Team sein. In practice, and I think there's going to be a lot of energy and enthusiasm in the team. Auch der sportliche Berater der MLP Academics, Alex Vogel, ist überzeugt vom Kader. Er mahnt aber auch zur Geduld. Also wir haben das Team natürlich jetzt noch nicht zusammen gesehen. Das heißt, da muss man immer abwarten. Aber wir hatten natürlich bei der Teamzusammenstellung klare Ideen, Vorstellungen. Dabei ist es für Heidelberg auch wichtig, Topspieler da zu finden, wo manch anderes Team nicht sucht. Beispiele sind Courtney Stockard und Neuzugang Tim Coleman, die in der vergangenen Saison kein einziges Spiel bestritten haben. Sie wollen nun in Heidelberg neu angreifen. Einige Spieler wollen beweisen, dass sie auf einem BBL-Level sind. Zwei Spieler kommen von Verletzungen und wollen sich hier beweisen. Das wird eine spaßige Reise. I think it will be fun journey that we start together. Insgesamt wollen die Academics ihr zweites Bundesliga-Jahr mindestens genauso erfolgreich wie ihr erstes absolvieren. Die wichtigsten Eckpfeiler dafür: Flexibilität, Physis, Athletik. Das sind drei ganz, ganz entscheidende Punkte, die wir haben wollten. Wir haben lange Gespräche geführt mit den Spielern. Entscheidend wird auch sein, wie Isalo das Team führt. Zumindest der Wohlfühlfaktor scheint in Heidelberg schon übergesprungen zu sein. As a Finnish person, I love like nature and wilderness and Als Finne liebe ich die Natur und die Wildnis. Eine Stadt mit Bergen und einem Fluss. Hinter meiner Wohnung sind Weinberge und der Wald. Das mag ich wohl am meisten aktuell. Natürlich die Altstadt, sehr schön. Da bin ich gestern früh durchgelaufen. Die ist sehr schön. Obviously the old town is really beautiful. I walked it yesterday morning from end to end and it's really, really, really nice. Ein paar Siege im SNP-Dome und die Altstadt könnte für Isalo und seine Jungs auch zum Feiern eine Dauerlösung werden.